Herz öffnen. Impulse zu Advent in 6 Teilen. Teil 1: Jesu Einzug in Jerusalem. Mein Herz öffnen. Wie mache ich das? Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Mein Herz öffnen. Wie mache ich das? Die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem erzählt uns, wie das geht. Eine Ikone zur Geschichte führt uns dabei auf die Spur der Antwort. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus 2 Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine angebundene Eselin finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagen wird, dann sagt ihr: Der Herr bedarf ihrer. Dann wird man sie euch überlassen. Das geschah darum, dass erfüllt würde, was der Prophet Sacharja gesagt hatte. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einen Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und machten, was Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten zu ihm die Eselin und das Füllen. Darauf legten sie ihre Kleider, und Jesus setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Viele Menschen, die Jesus folgten und ihm vorausgegangen waren, riefen: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als Jesus in Jerusalem einzog, erregten sich die Menschen der Stadt und fragten: Wer ist der? Die Menschen aber sagten: Das ist der Prophet, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Advent, das Herz öffnen. Impulse zu Advent in 6 Teilen. Teil 1: Jesu Einzug in Jerusalem. Die biblische Geschichte und eine Ikone. Teil 2: Eine genauere Betrachtung der Geschichte und der Ikone. Die Teile 3, 4 und 5 betrachten jeweils ein besonderes Detail der Ikone. Teil 3: Vor Gott so wie ich bin. Teil 4: Geborgen in der Gemeinschaft. Teil 5: Verbunden mit der Natur. Und Teil 6: 3 Weisen, das Herz zu öffnen, die Beziehung zu mir selbst, zu anderen Menschen und zur ganzen Welt. Um alle bereits erschienenen Teile der Reihe anzuschauen, klicken Sie hier.